Wachmann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Guten Tag. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO. Ich belehre Sie außerdem, Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten könnten. Ach, hören Sie auf. Den ganzen Quatsch brauchen Sie gar nicht zu erzählen. Ich war in der letzten Zeit so oft bei der Polizei. Ich weiß genau, was gespielt wird. Also erstens mal ist es kein Spiel. Zum zweiten ist es kein Quatsch. Zum dritten sieht die Prozessordnung vor, dass ich Sie belehre. Und das ergibt durchaus Sinn. Es gibt nämlich schon einen kleinen Unterschied zu einer Aussage bei der Polizei oder hier. Wenn Sie hier was Falsches sagen, machen Sie sich in jedem Fall strafbar. Ja, und wenn Sie am Ende vielleicht sogar vereidigt werden, dann wäre das ein Verbrechen. Also weit entfernt von dem Spiel. Und nervt mich doch so oder so der ganze Mist hier. Ich muss meine kostbare Zeit hier opfern, nur weil meine Ex-Freundin es nicht auf die Reihe kriegt. Was, das nervt Sie? Ihre Ex-Freundin, die wäre beinahe gestorben, die ist ernsthaft verletzt worden. Und Sie haben nichts anderes im Kopf als Ihre Zeit? Jetzt versetze ich doch mal in die Lage Ihrer Ex-Freundin. Interessiert Sie nicht. Naja, wenn da nicht mehr zu erwarten ist, dann kommen wir zu Ihrem Personalien. Sie heißen Carsten Bachmann, 26 Jahre alt, Sie wohnen in München. Ledig, Bauwerksabdichter, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nee. Sie wohnen zwar in München, Sie waren aber an diesem Nachmittag des 13. April auch in Marktfelderskirch. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, ist ja ganz klar, ich habe meine Ex-Freundin gesucht. Die Alte ist mir ein paar Monate vorher einfach so aus München abgehauen. War nirgendwo mehr zu finden. Hat auf keine E-Mails mehr reagiert. Ihre alte Handynummer hat auch plötzlich nicht mehr funktioniert. Die war wie vom Erdboden verschluckt. Aber die hat auch wohl gedacht, die kann mit ihren Schulden einfach so davonkommen. Hey, so ein Blödsinn. Ganz ehrlich, es war einfach alles gesagt. Ja, aber gezahlt war noch lange nicht alles. Ja, und du hast einfach auch noch nicht damit gerechnet, was ich für ein schlauer Fuchs bin und dass ich es halt einfach voll drauf habe. Und so lange einfach recherchiert habe, bis ich dich halt dann doch gefunden habe. Wie und wo haben Sie denn recherchiert? Ja, ich habe einfach mal alle Ihre Bekannten aus dem Internetforum angeschrieben. Mhm. Weil da, wo sie früher auf Männerfang gewesen ist. Ihr Account war ja gelöscht. Und plötzlich meinte einer ihrer Bekannten, dass sie weiß, dass Nancy jetzt irgendwie in Marktfelderskirch verheiratet ist. Ja, dann war es ja auch nicht mehr schwer. Ich habe einfach mal die Hochzeitsanzeigen durchgeschaut und da habe ich dann die Adresse gefunden und bin auch hingefahren. Ja, und dann habe ich auch mal bei Nancy geklingelt und habe sie gefragt, ob sie sich freut, dass sie mich wieder sieht. Und? Hat sie sich gefreut? Natürlich hat sie sich nicht gefreut. Die wusste ja auch, was los ist. Und dass es schon 12 geschlagen hat und dass ich endlich mein Geld wieder haben will. Und was macht die? Die schlägt mir einfach die Tür vor der Nase zu. Ich hab dir die Tür vor der Nase zugeschlagen, weil zwischen uns einfach alles gesagt war und der ganze Mist mit dir durch war. Der ganze Mist? Ja, der ganze Mist. Ich hab gedacht, ich wäre der erste Mann, bei dem du dich endlich mal verstanden gefühlt hast. Ja. Siehste, das hat sie zu meinem Sohn auch immer gesagt. Ist doch nicht wahr. Das wundert mich nicht. Das ist alles nur Masche bei der. Ach so. Gut, das interessiert mich aber hier nicht. Das ist ja nicht unser Thema. Mich interessiert vielmehr, wie lange sind Sie dann bei der Frau Peschke geblieben? Ja, ich war ungefähr so 3:45 dort. Und ja, 10 Minuten später bin ich auch schon wieder gefahren. Weil Nancy hat mich ja abgewimmelt. Geld hat sie mir auch keins gegeben. Da bin ich erstmal stinksauer ins Auto gegangen. Ja, das hatte ich gegenüber vom Haus geparkt. Ich wollte erst mal überlegen, was ich jetzt machen soll. Weil ich meine, ich fahre ja auch nicht extra so viele Kilometer von München bis dahin, dass ich mich von dir allein einfach so abservieren lasse. Ja, und als ich dann da saß und gewartet habe, da sah ich dann ihn hier, Nancy's neuen Macker. Und woher kennen Sie den Angeklagten? Ja, den kannte ich vom Hochzeitsfoto. Das habe ich im Internet gefunden, als ich nach der Adresse von den beiden recherchiert habe. Ja, und dann neben Nachmittag habe ich ihn dann auch gesehen, wie er ins Haus rein ist. Da habe ich mir auch gedacht, ob ich jetzt mal rübergehen soll und ihm mal sagen soll, was er sich da für eine Zecke ins Haus gebracht hat. Red nicht also, so über Nancy, sie ist keine Zecke, mein Freund. Nee, gar nicht. Ja, auf jeden Fall, bis ich mich dann überhaupt entscheiden konnte, ob ich jetzt rübergehe oder nicht, ja, da sah ich den Kerl dann schon, wie er wie von einer Tarantel gestochen das Treppenhaus hoch ist, ja, bis ins oberste Stockwerk. Naja, also ja, Sie, klar, haben's, ne? Sie waren stinksauer, ne? Und das hat Ihre ganze Höhenangst dann vergessen gemacht. Zack, mal so auf dem Flachdach, einfachste Übung für Sie. Ich war das nicht. Doch, doch, ganz sicher. Ist er denn direkt nach oben gelaufen? Keine Ahnung, ich habe ihn dann auch erst im ersten Stock gesehen und ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit auf das Haus gestarrt. Können Sie sagen, ob der Angeklagte was in der Hand hatte? Puh, das kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht so genau sagen, weil von meinem Blickwinkel aus dem Autohaus habe ich ihn erst immer Brusthöhe oder halt dann von hinten gesehen. Da konnte ich jetzt auch nicht so genau sehen, ob er was in der Hand hatte. Hat er aber, ne? Und zwar eine Mobsstatue, der sie gerade im Vorgarten geschnappt und ist damit hoch aufs Dach. Völliger Blödsinn. Mobsstatue habe ich keine gesehen, aber es kann schon sein. Ja. Haben Sie ihn denn überhaupt oben auf dem Flachdach gesehen? Nee, das habe ich leider auch nicht, weil ich war ja dann auch abgelenkt. Ein Kumpel von mir, der Thomas, hatte mich angerufen, dass er irgendwie auf der Autobahn ohne Benzin festsitzt und dass ich vorbeikommen soll und ihm helfen muss. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Aha. So, jetzt kommen wir zu Ihrem Alibi. Habe ich das richtig verstanden? Ne? Das war der Freund, dieser Kumpel, von dem Sie gerade sprechen. Der kann das aber nicht bestätigen, was Sie uns hier glauben machen wollen. Ja, ist ja auch ganz klar, dass er es nicht kann. Weil ich bin ja auch von Marktfelderskirch bis kurz vor München gefahren. Das sind ja auch gute 2,5 Stunden. Und bis ich dann dort warte, dann die Polizei schon aufgegabelt und ihn abgeschleppt. Und ich war halt einfach nur zu spät. Aber jetzt erzählen Sie mir mal ein bisschen was über Ihre Beziehung zu Frau Peschke.
Ja, das kann ich schon machen. Ich habe Nancy durch einen Zufall in so einem Internet-Flirt-Forum kennengelernt. Okay, normalerweise bin ich da nicht so aktiv, weil ich hatte bis jetzt noch nie Probleme, eine Frau kennenzulernen. Aber als ich mal 2 Wochen mit einem Gipsfuß zu Hause saß, da war mir halt langweilig. Und dann hat sich's auch so ergeben, dass wir uns getroffen haben. Plus Nancy war irgendwie von Anfang an schon ganz schön aufdringlich. Ich war aufdringlich? Ey, du bist mir wie so ein kleiner Hund hinterhergelaufen die ganze Zeit. Ach, gar nicht. Ach, wohl. Mir ging das eh alles viel zu schnell. Ich wollte mein Junggesellenleben weiterführen und so. Aber Nancy hat voll drauf gedrängt, dass sie gleich bei mir einziehen darf. Ja, und was soll ich sagen? Ja, sie hatte so gute Argumente, dass ich halt dann doch drauf eingegangen bin. Ey, das ist Blödsinn. Wie war es denn dann so, als sie miteinander gewohnt haben? Ja, am Anfang lief es noch ganz gut. Da hat sie mich auch betüdelt. Da hat sie für mich gekocht, hat den Müll runtergebracht. Ja, hat mich auch nach dem Sport immer massiert und dann ist es immer weniger geworden. Da wollte sie dann nur noch Geld, Aufmerksamkeit. Du weißt ganz genau, dass es Quatsch ist. Ach, komm, bitte. Wie bei dir. Das stimmt nicht, Mama. Und wann haben Sie es dann gemerkt, dass es anders war? Ja, da hat sie ja, plötzlich hat sie dann, ja, ich habe es dann auch erst zu spät gecheckt. Sie hat dann plötzlich angefangen, hinter meinem Rücken Sachen auf meine Kreditkarte zu bestellen. Mhm. Und hat auch noch nachts meine Passwörter aus meinem Passwörterbuch geklaut, ja, und ist damit auf Shoppingtour gegangen. Sagen Sie mal, was haben Sie damals unternommen, um das Geld wiederzubekommen von Ihrer Nancy? Ja, ich bin dann gleich zur Polizei und habe sie angezeigt. Mhm. Ja, und habe denen auch gleich gesagt, dass die Tussi mir hier 7.500 Euro schuldet. Ja, und? Was ist das Ergebnis dieser Ermittlungen? Ja, leider bis jetzt noch nichts. Das dauert irgendwie alles eine Ewigkeit, weil ich angeblich keine wasserdichten Beweise ab und zu. Sollte aber dabei brauche ich das Geld wirklich dringend. Weil ich meine, 7.500 Euro sind ja auch nicht gerade wenig Geld. Absolut. So, und als es dann keine Ermittlungsergebnisse durch die Polizei gab, da haben Sie sich gedacht, dann mache ich die ganze Nummer doch mal auf eigene Faust. Ja, sind hin zu Ihrer Ex und haben da mal vorgesprochen, um es vorsichtig auszudrücken. Ich dachte mir mal, ich schaue einfach mal, was ich ausrichten kann. Ja. Und was konnten Sie ausrichten? Nichts. Sie hat einfach nicht reagiert. Sie wollten ihr Geld wiederhaben und bekamen es dann nicht. Und dann haben Sie gewartet, bis mein Mandant mit seinem Hund das Haus wieder verließ. Haben sich gedacht, jetzt wollen wir doch mal meiner Forderung ein wenig Nachdruck verleihen. Haben sich diese Statue genommen und sind aufs Lachdach hoch, oder? Ach so ein Quatsch, der hätte ich doch mein Geld auch nicht wiederbekommen. Na nun, vielleicht nicht direkt, nicht sofort. Aber zumindest hätten Sie es erreicht, dass Sie mit diesem Wurf dieser Statue doch ihrem Begehren ein wenig Nachdruck verliehen hätten. Nee. Und irgendwann hätte Nancy aus Angst bestimmt bezahlt. Nee, so einer bin ich nicht. Und sowas will ich auch niemals tun. Da habe ich aber was ganz anderes gehört draußen im Flur. Ach, stimmt doch gar nicht. Du hast doch zu ihr gesagt, du hast sie am Kragen gepackt und hast gesagt, wenn ich mein Geld heute nicht kriege, dann passiert noch was viel Schlimmeres mit dir, als dass dir das Ding aufs Knie fällt. Stimmt nicht. Ey, du gehst mir so auf die Nerven, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemanden abgezockt, weder ihn, weder deinen Sohn. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, guck mal, du hackst schon wieder darauf rum, dass er es gewesen ist. Ganz ehrlich, nee. Ich glaube wirklich, du warst, dass sie mir das Ding über den Kopf schmeißen wollte. Du bist doch krank. Nee, ich glaube, du bist krank. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mir sowas unterstellen kannst. Ja, doch, kann ich anscheinend schon. Du hast doch vorhin gehört, was ich zu dir gesagt habe. Jetzt soll es wieder alles ich gewesen sein, bloß weil du nicht zugeben willst, dass du die Männer auszockst. Ich glaube, du bist einfach gut sein. Psycho. Brechen wir das ab an der Stelle, würde ich mal sagen. Hä? Fragen noch an den Zeugen hier? Nein, keine. Dankeschön. Dann Sabine Lutz, bitte, Sie dürfen den Platz nehmen. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Tag, Frau Lutz. Marius, ich muss mich gleich bei dir entschuldigen. Wofür? Für meine Aussage gleich. Ich muss dich ja leider belasten. Sie müssen jetzt erst mal in der Mitte Platz nehmen, das ist wichtig. Und dann müssen Sie die Wahrheit vor allem sagen, ja? Ja. Darum geht's. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Sie heißen Sabine Lutz, Sie sind 28 Jahre alt, Sie wohnen in Marktfelderskirch, ledig Angestellte bei der Gemeinde Marktfelderskirch. Ich arbeite im Bürgerbüro in unserer Gemeinde. Ich arbeite nur 6 Büros von Marius' Büro entfernt. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit ihm? Nein, er ist ein Kollege seit circa 6 Jahren und wir treffen uns immer in der Kaffeeküche an der Arbeit. Kennen Sie sich denn dann auch näher? Ja, Marius und ich, wir verstehen uns schon sehr gut. Er hat mir auch schon das ein oder andere Private anvertraut. Deshalb habe ich ja so ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn wahrscheinlich zu Sachen angestachelt habe, die er hätte niemals tun dürfen. Wie meinen Sie das? Ja, die Sache, dass er diese Mobstatue auf seine Frau wirft. Daran bin ich irgendwie schuld. Du bist da nichts schuld. Ich weiß nicht. Marius nichts getan hat. Ich habe das nicht ganz verstanden. Schildern Sie doch mal die Situation, die Sie da meinen, ja? Ja, es war 2 Tage vor der Sache mit dieser Mobstatue. Ich musste im Büro mal wieder Überstunden machen. Es war so gegen 17 Uhr. Da ging ich in die Kaffeeküche, um meine Brotbüchse aus dem Kühlschrank zu holen. Da sah ich Marius in der Hecke hocken.
Er heulte. Ich hab doch nicht geheult. Und er war total überrascht, dass jemand noch an der Arbeit war. Das ist doch völliger Blödsinn. Ich habe überhaupt nicht geheult. Das sollte doch jetzt nicht peinlich sein, Marius. Das stimmt nicht. Haben Sie ihn gefragt, was los ist? Wieso hat er heult in der Ecke? Natürlich, ich war ja erschrocken und habe mir Sorgen gemacht, was mit ihm los sei. Und naja, dann hat er mir so richtig von seiner Ehe erzählt. Und dass seine Frau ihn ständig tyrannisiert und sie sich täglich streiten. Was bitte erzählst du dieser Tussi? Ich habe ihr gar nichts erzählt. Das hoffe ich für dich. Doch, du hast schon gesagt, dass sie echt fies zu dir ist. Nein. Und dich täglich tyrannisiert. Das stimmt nicht. Und tyrannisiert habe ich erst recht nicht gesagt. Naja, sie haben von Problemen berichtet, ne? Das klingt für mich doch sehr überzeugend, ne? Auch wenn sie sie noch so leugnen wollen. Nein, das stimmt nicht. Sabine, bausch das Ganze auf. Das tue ich nicht. Das tust du ich wohl. Ich kann mir mal sagen, was du gesagt hast. Nancy hockt den ganzen Tag auf ihrer Leoparden-Couch und tut gar nichts, außer mein Geld auszugeben. Und wenn ich dann mal was zu ihr sage, dann ist sie voll fies zu mir. Ich würde so hat er denn auch was von wirtschaftlichen Auseinandersetzungen gesagt? Oder dass er wirtschaftliche Probleme infolgedessen ja, bekommen hat? Ja, er hat gesagt, dass er schon voll in Zahlungsschwierigkeiten kommt, schon voll die Schulden bekommen hat. Dass er sogar seine Mutter um Geld anflehen musste, damit die nächste Stromrechnung bezahlt werden kann. Sabine, ich habe es nicht gesagt. Was? Ey, ganz ehrlich, ich glaube das gerade nicht. Aber was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, was das jetzt mit ihrem schlechten Gewissen zu tun hat? Als er so erzählt hat, wie fies Nancy zu ihm ist, habe ich gesagt, dass er sich das nicht gefallen lassen darf, dass er etwas dagegen tun muss. Mhm. Nach einer Weile hat das ja auch eingesehen und war dann echt stinksauer und hat gesagt, er muss jetzt echt was machen. Hey, wer bist du, der heilige Samariter oder was? Machen Sie doch mal. Einmal was auf seine Kosten bestellt, ohne dass er das weiß, dann scheppert's. Ja gut, und ich habe ja auch noch zugeredet. Na ja, schön, ne? Und zwei Tage später war es dann ja auch soweit, ne, Herr Dürmel. Sie sind nach Hause gekommen, hören Sie mal gut zu. Von der Arbeit, vom Geld verdienen. Ne? Dann sehen Sie, dass Ihre Frau wieder mal Bestellungen getätigt hat. Ne? Sonnenliege und eben diese Mopsstatue. Moment, Herr Dömel, da sind Sie ausgerastet. Dann ist ihm der Ernstfall eingetreten. Da hat es Ihnen gestunken. Das konnten Sie so nicht weiter zulassen. Waren Sie dabei? Ich denke wohl kaum. Und ich kann Ihnen sagen, ich war es nicht. Mein Sohn war bei mir. Ja, schön. Frau Lutz, aber vielleicht an Sie ganz kurz noch eine Frage. Sie sprachen vorhin von Problemen. Worüber hat der Angeklagte sich am meisten bei Ihnen beschwert? Na ja, ehrlich gesagt, er konnte nicht verstehen, wie Nancy so zu ihm ist. Er hat doch alles für Sie getan. Ey, bist du eifersüchtig, weil er nichts für dich tut? Oder warum erzählst du so einen Quatsch jetzt? Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Er hat sich wirklich alles bieten lassen und alles für dich getan. Ob es die Leoparden-Couch ist, dieser kleine Hund, rosa Geschirr, was weiß ich nicht noch alles. Nur damit es dir gut geht. Was erzählt er denn alles? Und zum Dank? Und zum Dank, was hast du zum Dank gemacht? Ha? Zum Dank hast du ihm eine Mopsfigur gekauft. Du hast dein Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen für eine Mopsfigur mit einem roten Halsband, handgefertigt für 200 Euro. Wer braucht denn sowas? Ich? Ganz ehrlich, jeder hat so eine Statue. So, jetzt lassen Sie alle drei das mal. Wer was aus welchem Grund gekauft hat, ist nun wirklich nichts Thema hier. Aber vielleicht kann man dann verstehen, wie sehr Marius leiden musste. Das stimmt. Ich glaube, ich habe was ganz anders gerade verstanden, Frau Dömel. Ich habe verstanden, dass Sie gerade gesagt haben, eine Mopsfigur mit einem roten Halsband. Woher handgefertigt für 200 Euro. Ja, und woher wissen Sie das denn, dass diese Mopsfigur ein rotes Halsband hatte? Hm? Ich wusste es halt. Ja, ich wusste es halt, ist aber keine gute Antwort. Nee, und das kann nämlich nur heißen, diese dass Sie eine Mopsfigur, die ist erst an dem Tag geliefert worden. Und ich, an den Scherben hier und an den Fotos kann man nun wirklich nicht erkennen, dass die Note das Halsband hatte. Nee, und nur unten drunter ist ein Stempel, dass die Hand gefertigt ist. Und nur unten drunter ist ein Stempel mit einem Preis. Das hieß ja... Marius hat es mir erzählt. Das kann er Ihnen nicht gesagt haben. Er ist nämlich gerade erst nach Hause gekommen, hat die Statue überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. So hat er uns das hier vorhin geschildert. Und dann hat er den Hund genommen und ist gleich weg, ohne die Statue anzufassen. Naja, wenn das so war, dann müsste Frau Dömel die Statue ja angehoben haben. Ja, und zwar genau in dem Moment, als die Olle mir die auf den Kopf werfen wollte. Frau Dömel, 55 StPO, Sie müssen sich selber nicht belasten. Ich sage nichts. Frau Dömel, es ist doch klar, was passiert ist. Sie haben einen Hass auf Ihre Schwiegertochter gehabt. Sie haben gemerkt, dass Ihr Sohn pleite ist. Der hatte noch nicht mal mehr Geld für die Stromrechnung. Und da sind Sie hingegangen und haben sich gedacht, der zeig ich's. Haben die Statue genommen, sind hoch aufs Flachdach und haben von dort aus die Statue auf ihre Schwiegertochter geschmissen. Mutter, ist das so? Nur wegen dem Stromgeld, wonach ich dich gefragt habe? Sag was! Jetzt haben Sie sich aber gerade in ein kleines logisches Problem manövriert. Wenn Sie
es in Erwägung ziehen, dass Ihre Mutter die Täterin ist, das geht nicht damit zusammen, dass Sie vorhin gesagt haben, Sie seien zur Tatzeit bei Ihrer Mutter gewesen. Bleiben Sie dabei immer noch. Boah, Marius, jetzt mach doch ein einziges Mal in deinem Leben das Richtige und sag die Wahrheit. Aber du hast gesagt, du liebst mich? Nee, dann beweise es doch. Aber nennt sie. Nee, nix, aber sag doch jetzt einfach. Marius, bitte. Also gut. Ja. Ich war nicht bei meiner Mutter. Ich war im Park mit dem Hund spazieren und meine Mutter hat gesagt, ich soll sagen, dass ich bei ihr zum Kaffee war. Marius. Das ist doch so. Frau Dömel, was ist denn das für eine Mutterliebe? Sie lassen Ihren Sohn Ewigkeit in U-Haft schmoren und riskieren sogar, dass er unschuldig verurteilt wird? Das hat sie doch bestimmt gemacht, weil sie wollte, dass ich keine Freundin habe und dass ich bald wieder zu ihr zurückkomme. Ist es so, Mama? Ich war überzeugt davon, dass er freigesprochen wird. Ich wollte eigentlich mit ihm wieder nur ein ganz normales, ordentliches Leben führen. Und nicht mit so einer Zecke. Was? Ich wollte meinen Sohn nur von dieser Frau befreien. Von dir muss ich mir sowas überhaupt nicht sagen lassen. Aber weißt du was? Du kannst deinen Sohn gerne wiederhaben. Ich bin fertig mit dem. Nee, nix aber, Nancy. Ist vorbei mit uns. Endgültig. Du hast doch gerade gesagt, ich soll dir beweisen, dass ich dich liebe. Habe ich dir irgendeine Gegenleistung versprochen? Ich glaube nicht. Also, was mir jetzt noch nicht ganz klar ist. Herr Bachmann. Sie haben doch vorher gesagt, Sie hätten den Angeklagten auf dem Weg nach oben zum Dach gesehen. Das war auch so und dabei bleibe ich auch. Herr Dömel, ich weiß, es prasselt gerade sehr viel auf einmal auf Sie ein, aber was sagen Sie denn dazu? Wie war das jetzt wirklich mit dem Weg zum Dach hoch? Naja, ich wollte mit dem Hund rausgehen und der ist mir ausgebüxt. Da ist er auf die 4. Etage hochgelaufen und da bin ich natürlich hinterher. Und ja, und wieso haben Sie es nicht gleich gesagt? Ich hatte Angst, dass mir keiner glaubt. Fragen noch an die Zeugen? Keine Fragen, danke. Dankeschön, Frau Lutz, dann bleiben Sie unvereidigt auch. Der Herr Bachmann bleibt unvereidigt und die Frau Dömel bleibt ebenso weiterhin unvereidigt. Sie dürfen den Platz nehmen, dankeschön. Also auf die Vernehmung des Gutachters, Sachverständigen kann er dann verzichtet werden, nehme ich mal an, oder? Ja. Bundeszentralregisterauszug muss auch nicht verlesen auch werden. Nicht. Weitere Erklärungen, keine, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Großgericht, der Verteidiger, vielleicht ganz gut, dass der Angeklagte mit 36 dann endlich mal entschieden hat, bei seiner Mutter auszuziehen. Denn spätestens heute hätte er sich wohl sowieso von seiner Mutter trennen müssen. Denn so wie es aussieht, hat sich die Mama des versuchten Mordes strafbar gemacht. Der Angeklagte ist frei zu sprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Großgericht, Herr Staatsanwalt, tatsächlich ist mein Mandant frei zu sprechen. Das, was sich seine Mutter hier geleistet hat, das gibt wirklich zu denken. Frau Dömel, nicht nur die U-Haft, im Falle einer Verurteilung wäre Ihr Sohn aller Wahrscheinlichkeit nach für Jahre ins Gefängnis gewandert. Vielleicht denken Sie da noch mal drüber nach. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Herr Dömel, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben jedenfalls das letzte Wort. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Marius Dömel wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Also, Frau Dömel, man kann ja schon verstehen, dass die Frau Peschke nicht gerade die Schwiegertochter nach Maß ist. Über den Geschmack in puncto Möpse kann man sich ja streiten. Aber den Ex-Freund, den hat sie sitzen lassen. Nachdem sie seine Passwörter geklaut und auf seine Kosten eingekauft hat mit einem Haufen Schulden. Und bei ihrem Ehemann sieht es wohl auch so aus. Der hatte zunächst ansehnliche Ersparnisse und jetzt sitzt er auf dem Berg Schulden. Aber, Frau Dömel, was Sie getan haben, das lässt sich allenfalls im Hinblick auf den Mops nachvollziehen. Aber das ist nicht tolerabel, was Sie der Frau Peschke angetan haben. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was Sie Ihrem eigenen Sohn gegenüber getan haben. Sie haben ihn wochenlang in der Untersuchungshaft schmoren lassen, in dem Wissen, dass Sie selbst die Täterin sind. Und Sie waren unterm Strich bereit, das Risiko einzugehen, dass er für Jahre weggesperrt wird. Und darum wird der Herr Staatsanwalt sich zu kümmern haben. Sie sind selbstverständlich frei zu sprechen. Ja. Gegen dieses Urteil kann noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Dann ist das Urteil hiermit rechtskräftig. Ja, 36 Jahre Hotel Mama und dann das. Kaum zieht man aus, wird man von den beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben enttäuscht.
täuscht. Und jetzt müssen sie schon wieder ausziehen. Allerdings in dem Fall, glaube ich, tun sie das gern. Es ergeht nämlich der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Aschaffenburg vom 14. April 2011 wird aufgehoben. Ja, aber zu den beiden Frauen können sie natürlich jetzt nicht zurück, wie es aussieht. Zu beiden nicht. Aber machen Sie sich nicht zu viel daraus. Es gibt ja den schönen Spruch, andere Mütter haben auch schöne Töchter und in Bezug auf sie wage ich noch die Hoffnung auszusprechen, vielleicht haben die anderen Töchter auch fürsorgende Mütter. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Frau Dömel, Sie sind vorläufig festgenommen. Herr Seeloff, helfen Sie mir bitte. Es besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes. Frau Dömel, kommen Sie mit mir. Vielen Dank, Herr Seeloff, danke. Nehmen Sie mal vor. Irma Dömel wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt. Nancy Peschke wurde wegen Computerbetrugs in 6 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 30 Euro, also insgesamt 3.300 Euro verurteilt.